Mit der Eröffnung von drei neuen Langstreckenverbindungen ab Berlin wird die Hauptstadt noch besser mit der Welt verbunden. Auf einer Pressekonferenz im Roten Rathaus in Berlin verkündete Air Berlin-Chef Achim Hunold: So werden wir ab kommenden Winter zweimal die Woche Miami mit Berlin anbinden und natürlich mit den ganzen Zubringerverkehren. Wir werden Mombasa mit Berlin verbinden, also Kenia. Und wir werden dreimal in der Woche Dubai mit Berlin verbinden. Klaus Wowereit, regierender Bürgermeister von Berlin, freut sich über das Berliner Engagement der Fluggesellschaft. Wir wollen uns heute bedanken bei Air Berlin, bei Achim Hunold, für sein Engagement für den Standort. Air Berlin war in den letzten Jahren ein verlässlicher Partner. Nicht nur, dass die Fluggesellschaft auch den Namen Berlin in die ganze Welt hinausträgt, sondern Achim Hunold hat immer auf Berlin gesetzt, auch mit seinen unternehmerischen Entscheidungen. Und das soll auch so weitergehen. Im Gegensatz zu anderen großen Luftfahrtunternehmen stellt Air Berlin jetzt schon die Weichen für die Zeit ab dem kommenden Jahr, wenn der neue Hauptstadtflughafen, der den Namen Willy Brandt tragen wird, in Betrieb geht. Schon jetzt profitiert Berlin von der konsequenten Art, wie der größte Carrier der Stadt an die Expansion rangeht. Man muss das Potenzial, was diese Stadt jetzt schon hat, ausschöpfen, um dann eben mit einem hohen Volumen auch im nächsten Jahr rüberzugehen zum neuen BBI. Air Berlin will nicht warten, bis der BBI in Betrieb geht. Joachim Hunold ist der Ansicht, dass dieser Vorlauf für eine internationale Ausweitung unbedingt nötig ist. Wir haben jetzt für diesen Sommer ein 6-Wellen-Konzept in Berlin aufgebaut, wo wir eben Berlin schon als Hub nutzen wollen, auch wenn die Voraussetzungen momentan nicht den Komfort entsprechen, wie man das normalerweise an einem Hubflughafen gewöhnt ist. Aber wir haben gesagt, wir müssen jetzt investieren, in diesem Jahr schon, bevor im nächsten Jahr wir dann Zeit verlieren. Und ich kann also sagen, wir sind ja seit Anfang Mai, ist dieses neue Drehkreuz in Betrieb. Und wir haben also inzwischen schon 50% mehr Umsteiger, als das bisher der Fall in Berlin war. Das heißt, es wird genutzt, diese Netzwerkverbindung, die wir hier über Berlin aufgebaut haben, in diesem 6-Wellen-Konzept. Neue Märkte werden ab sofort erschlossen. Wir gehen natürlich davon aus, dass wir hier starken Umsteigeverkehr generieren. Wir sehen das jetzt schon mit unserem Europa-Hub in diesem Sommer, wo wir einen Zuwachs von 50% haben im Umsteigeverkehr. Durch die Umverlegung des A330 findet eine Investition wie praktisch bei einem mittelständischen Unternehmen statt. 120 Arbeitsplätze entstehen hier, 10 Millionen zusätzliche Kaufkraft kommt durch diese Fernstrecken in die Stadt. Also ich glaube, das ist schon neben der Tatsache, dass neue Destinationen angeflogen werden, auch wirtschaftlich ein wesentlicher Faktor. Die Kooperation der Berliner Airports mit Air Berlin läuft gut. Die neuen Destinationen werden von den Flughäfen unterstützt. Ja, wir verzichten am Anfang in den ersten 1-2 Jahren auf einen Teil der uns zustehenden Entgelte, um eben diese Anfangsinvestition gangbar zu machen. Die Stadt investiert beispielsweise in Werbung, aber auch die Hoteliers beteiligen sich daran, indem sie beispielsweise für Crews Zimmer und Betten zur Verfügung stellen. Neben den 120 neuen Jobs, die durch die Entscheidung entstehen, gewinnt der Wirtschaftsstandort Berlin durch die neuen Ziele an Attraktivität. Nach Dubai kann man demnächst ab 199 Euro, nach Miami ab 239 Euro und nach Mombasa ab 376 Euro fliegen. Weitere Infos über die Destinationen gibt es unter www.airberlin.com.